Erklär mir doch mal, warum ich hier auf dem Dach liege. Du hast in deinem Leben ein paar falsche Entscheidungen getroffen. In der härtesten Stadt der Welt bekämpft niemand das Verbrechen wie diese Cops. Könnte mal jemand die Scheiße gerade noch mal gut gegangen Nummer wählen? Und dann gibt es die etwas anderen Cops. Hör auf zu summen, du Idiot! Ah, schon gut, Leute, schon gut! All die Verfolgungsjagden, all der Sex, den wir gar nicht wollen, aber der nun mal dazugehört, all das können wir nur, weil ihr Jungs uns unterstützt. Und das machen wir gern, immer wieder gern. Sei still, du hältst gefälligst die Fresse. Wenn wir dich reden sehen wollen, schieb ich dir den Arm in den Arsch und benutze dich als Handpuppe. Schau mir, Pussys. Yeah. Echte Kerle. Yeah. Hör auf damit. Was? Alle Einheiten, wir haben einen möglichen Selbstmörder. Keine Chance, dass du darauf reagierst, oder? Keine Chance. Was machst du denn da? Los jetzt. Wir fahren dahin. Wir alle wissen, dass Sie gerade etwas Furchtbares durchmachen. Ich werde es tun! Sie haben das Gefühl, als wäre der süße Tod die einzige Erlösung. Oh, 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 wir haben einen zweiten Selbstmörder. Oh, guck, er fliegt. Nein. Die von Investor David O'Shawn unterschlagene Summe beträgt 32 Milliarden Dollar. Unsere Chance, Mann. Die Stadt lechzt nach einem Helden. Hi. Wer sind Sie? Na, ich bin seine Frau. Die Fußfessel. Komm jetzt, ernsthaft, wer ist das? Das ist meine Frau. Die Arbeit ruft. Das ist eine Holzpistole. Jungs, ihr verschwendet eure Zeit. Wir sind auf dem Weg. Mal sehen, wer zuerst da ist. Wo hast du gelernt, so zu fahren? Grand Theft Auto! Oh, cool, ein Hubschrauber. Die etwas anderen Cops. Pass auf, dass dir nichts passiert, mein Vanillebällchen. Wenn du nach Hause kommst, warten die hier auf dich. Sie sind frei, sie sind fest und sie gehören dir. Sind Sie eine nette Frau?